fertig. Wow, was für eine super tolle Zeitmaschine. Danke für deine Hilfe, Professor Paula. Da werden die anderen in der Schule Augen machen. Wow! Das Teil, da will ich. Hey, die Zeitmaschine. Und ab in die Zukunft. Morphle, verwandle dich in eine Rakete, damit wir Winston und die Banditen verfolgen können. Wow, wir sind in der Zukunft. Dort drüben sind sie. Der Robohund ist ja super. Den will ich haben. Wow, wow. Wenn Winston einen Roboter haben will, dann soll er einen bekommen. Move, move! Lass los, Winston! Finger weg! Das gehört mir! Mila! Winston! Mila! Morphle, verwandle dich schnell in einen Triceratops und rette uns! Morphle! Morphle! Wo ist der jetzt bloß? Schnell, mir nach! Hey, hier sind wir, Dino Trampel! Bleib genau, wo du bist! Schön da bleiben! Jetzt! Knopf drücken, Winston! Das Teil mag ich nicht mehr. Vielleicht sollten wir das lieber wieder Professor Paula zurückgeben. Mit einem magischen Haustier ist jeder Tag einfach magisch. Hier, schaut mal. Das hab ich gemacht. Für meine allerbesten Freunde. Morphle? Ich wollte ihm seine Medaille doch gerade geben. Was ist das? Mila, wir finden ihn schon, wir zusammen. Danke, April. Wo sollen wir zuerst suchen? An allen Orten, die er über alles liebt. Angefangen beim Wagen des Eisverkäufers. Milas Medaille! Oh, eine super beste Freunde-Medaille für mich? Aber meine kriegst du nicht. Hier findet er uns nie. Geraldo, hast du Morphle gesehen? Ah. Oh nein, Morphle steckt in Schwierigkeiten. Ich muss ihm helfen. Nur, wie kommen wir da hoch? Banditen böse! Morphle, verwandle dich in einen Allzweckanzug, damit wir sie zusammen aufhalten.
können. Muffel! Muff, Muff! Wir müssen schneller werden. So, bis hierhin und nicht weiter, Banditen. Na gut, hier ist deine Medaille. Wie jetzt? Du hast die gar nicht für mich gebastelt? Morphin, hast du die für mich gebastelt? Die ist so wunderschön. Bist du traurig, weil du keine Medaille bekommen hast? Mila hat Morphin Medaille gemacht. Na klar doch. Du bist nicht nur mein super bester Freund, sondern du machst jeden Tag auch einfach super magisch. Zurückgeblieben. Was ist das denn, Officer Freeze? Damit kann man mit anderen den Körper tauschen. Das Modul muss sich wegschließen, bevor es Schaden anrichtet. Ups. Das tut mir leid, April. Wie jetzt? Ich habe einen Schnauzer? Sie haben die Körper getauscht. Das ist jetzt April. Hi, Morphe. Und da haben wir Officer Freeze. Hallo, Morphe. Wie sein? Wo gehen? Lass mich doch runter! Erst wenn ich das ganze Eis bekommen habe. Officer Freeze, ich brauche Ihre Hilfe! Entschuldigung, aber ich bin doch April. Mach schon, Mila, tausch unsere Körper zurück. Die Batterie ist aber leer. Wir müssen sie erst aufladen, bevor ihr wieder in eure Körper zurück könnt. Keine Sorge, Leute, ich habe alles unter Kontrolle. Stellt den Eiswagen sofort wieder ab. Will das kleine Mädchen uns etwa sagen, was wir tun sollen? Nicht in meiner Stadt. Seid nicht so frech, ihr frechen Früchtchen. Mach dich locker, Freeze. Schnell, Morphle, verwandle dich in einen Kipplaster. Und jetzt holen wir uns das leckere Eis zurück, Morphle. Da vorne. Hey. Jetzt nach hinten. Ganz leicht nach rechts. Jetzt ein bisschen links. Ja, wir haben's. Lass den Kran Kran sein. Wir holen uns jetzt auch ein lecker Eis. Lass das. Schnell, Morphle, verwandle dich in einen Superheld. Jetzt lass uns den Wagen einfangen. Geraldo, wir sind gleich da. Schneller, Morphle, gleich haben wir ihn. Ja. Danke, Mila und Morphle. Zack. Das ganze leckere Eis gehört mir. Nicht in meiner Stadt. Die schnappen wir. Moment, ich komme nicht an die Pedale ran. Und ich kann nicht fahren. Die kriegen wir schon. Morphle, verwandle dich in einen Drachen. Morphle, Morph, Morph. Springt auf. Feuerstoß, Morphle. Er ist wieder aufgeladen. Ich bin wieder selbst. So ist's besser. Und ihr drei wandert jetzt ins Gefängnis. Danke, dass ihr mich gerettet habt. Und mein leckeres Eis. Aber gerne doch. Mit einem magischen Haustier ist jeder Tag einfach magisch. Mila, Morphle, der Betreuer rief an. Er sagt, er braucht eure Hilfe im Zoo. Okay, Papa. Morphle, verwandle dich in ein fliegendes Haus. Mila, Morphle, toll, ich brauche eure Hilfe. Könnt ihr beide helfen, diesen Pinguin, dieses Kamel und diesen Affen in ihr neues Wildnishaus zu bringen? Klar! Toll! Wir können alle in Morphle, dem fliegenden Haus, fliegen. Die Wüste ist heiß und trocken. Das ist das perfekte Zuhause für ein Kamel. Morphle, schau mal! Es ist ein Drache! Ich
glaube, er will mit uns kommen. Ich denke, wir können ein neues Zuhause für ihn finden. Nicht wahr, Morphel? Ja! Oh, oh. Der Südpol ist das perfekte Zuhause für einen Pinguin. Aber für einen Drachen ist es viel zu kalt. Okay, gehen wir an einen anderen Ort. Der Regenwald ist das perfekte Zuhause für einen Affen. Oh oh, aber ich glaube, der Regenwald ist zu nass für Drachen. Es ist nicht einfach, den perfekten Ort für einen Drachen zu finden, aber wir geben nicht auf. Sieh mal, Morphel, da ist ein Vulkan. Das ist der perfekte Lebensraum für einen Drachen. Okay, Drache, du scheinst dich in deinem neuen Zuhause sehr wohl zu fühlen. Jetzt ist es Zeit für Morphel und mich, nach Hause zu gehen. Drache! Oh, jetzt verstehe ich. Du bist ein magisches Haustier. Es ist egal, wo auf der Welt sich magische Haustiere aufhalten. Sie fühlen sich nicht zu Hause ohne ihre menschlichen Begleiter. Aber ich habe schon ein magisches Haustier. Morphel! Aber ich weiß, wo wir einen tollen menschlichen Begleiter für dich finden können. Im Zentrum für magische Haustiere finden wir schnell einen magischen Partner für dich. Heute haben wir in der Schule was über Brandschutz gelernt, Morphel. Spaß! Super mitgedacht, Morphel. Sollte jetzt ein Feuer ausbrechen, sind wir bestens gerüstet. Rauch! Morphel, ich weiß, wie wir das Feuer löschen können. Pui! Mr. Vanderbus, sind Sie okay? Morphel und ich haben Rauch gesehen. Ich wollte doch einfach nur hier grillen. Oh, das tut uns leid, Mr. Vanderbus. Aber Sie wissen ja, wie es heißt. Sicherheit an erster Stelle. Ja, und mein Hunger nur an zweiter. Halt die Augen auf, Morphel. Vielleicht braucht jemand unsere Hilfe. Ist gut. Hä? Ich rieche Rauch. Da drüben! Morphel, wir brauchen ein riesiges Löschfahrzeug, um mit dem Feuer fertig zu werden. Mila, verstanden! Da drüben, Morphel, nimm deinen Feuerwehrschlauch und lösch das Feuer! Mr. Vanderbus? Aber was machen Sie denn hier? Kann ein Mann denn wirklich nirgendwo mehr in Frieden grillen? Oh nein! Aber lieber einmal zu viel aufgepasst als zu wenig. Auf mich müsst ihr aber nicht aufpassen. Was lange währt. Hier kann uns keiner mehr stören. Endlich können wir ordnungsgemäß grillen. Feuer! Oh, Feuer! 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 Oh! Dieses Mal brennt es aber wirklich. Mila, Morphel! Oh, Junge, bin ich froh, euch zu sehen. Barky, rettet doch bitte meinen Barky! Morphel, verwandle dich in einen Kipplaster. Damit bekommen wir das Feuer gelöscht. Schnell! Schaufle dich mit Sand voll! Ha! Eine super Idee, Mila! Und jetzt kipp den Sand auf das Feuer! Das war ganze Arbeit, Mila und Morphel! Danke,
Feuerwehrfrau Stacy. Mit einem magischen Haustier ist jeder Tag einfach magisch. Oh, Mila, du siehst ja gar nicht gut aus. Du bleibst schön zu Hause und ruhst dich aus. Mila, krank? Ja, Morphel. Ich fahre jetzt in die Stadt und hole Medizin für sie. Du musst aufpassen, dass ihr nichts passiert, während ich weg bin. Okay. Aber mir geht's prima. Komm runter da! Komm schon runter! Ich frag mich, was da los ist. Aber Papa gesagt... Komm mit, Morbel. Lass uns den heutigen Tag matschig werden lassen. Na gut. Wie ist Barky denn da hochgekommen? Er ist einer Katze nachgejagt. Kriegt ihr ihn da wieder runter, Mila und Morphel? Klar. Verwandle dich in ein... Verwandeln? Oh, verwandeln! Ich glaube, sie meint verwandeln. Ja. Ah. Verwandle dich in einen... Pterampolin? Okay. Nein, ich meinte ein Pterodactylus. Oh, meine Torte, meine wunderschöne Torte. Da muss ich wohl eine neue backen. Keine Sorge, Mr. Vanderbus. Wir holen Barky zurück. Barky! Barky! Da ist er ja. Oh, ein Auto! Zeit, dich zu verwandeln. Ja. Verwandle dich in einen... Ich wollte doch einen Laster. So einer, der Bip-Bip macht. Ein Laster! Mila? Komm mit, Morbel. Wir müssen Barky finden. Mit wem Mila sprechen? Hä? Oh, da bist du ja, Morbel. Wo ist Barky? Hücke! Schnell hinterher! Barky, halt dich fest! Schnell, verbandle dich in ein Delfin! Oh, ein Delfin! So einer... Delfin! Hab dich! Jetzt bringen wir dich zurück zu Mr. Vanderbus. Danke, dass ihr Barky gerettet habt, Mila und Morphel. Und du kommst jetzt brav mit nach Hause, mein kleines Fellknäuel. Komm mit, Morbel. Mal sehen, wer noch so unsere Hilfe braucht. Ja! Verwandle dich in ein... Hatschu! Schuh! Ich würde sagen, das war genug Aufregung für heute, Mila. Du brauchst jetzt eine Mütze voll Schlaf. Mit einem magischen Haustier ist jeder Tag einfach magisch. Morphel, Jordi, wollen wir was spielen? Ja! Ja! Fangen! Klasse! Komm, Morphel, wir machen... Morphel auch spielen! Ja gut, ich weiß auch schon wie. Ihr beide spielt in Orphels Mannschaft und wir in Morphels. Ja, ein magisches Haustier im Team. Auf geht's, Morphel. Lass uns den heutigen Tag magisch werden lassen. Gefangen. Orphel, verwandle dich in ein Flugzeug, damit wir davon düsen können. Orphel liebt Flugpferde. Morphel, verwandle dich in einen Drachen, damit wir schneller sind und sie fangen können. Morphel, Morphel! Geht doch nichts über einen wunderschönen, sauberen Anzug, nicht wahr, Barky? Mein wunderschöner, sauberer Anzug. Verwandle dich in einen Hubschrauber. Ja! Schnell! Wir dann schnell! Gefangen! Du bist... Oha! Danke sehr. Morphel, verwandle dich in einen Hüpfball und lass uns nach da drüben hüpfen. Morphel, hopp, hopp. Mein wunderschöner, sauberer Anzug. Ich
nicht schon wieder! Entschuldigung! Orphel, verwandel dich in einen Rennwagen! Hüpfball! Ach nö, komm schon! Oh oh! Attacke! Gefangen! Morphle, gib dir ganz lange Arme, um Orphle und Jordi zu fangen, sonst entwischen sie uns! Mach langsam, Orphle! Hilfe! Wir müssen Jordi retten! Gefangen, du bist! Ich glaube, für heute haben wir genug gefangen. Ich auch. Und mein Anzug hat sich dank euch Schmutzflecken eingefangen. Moment, was zoomt denn hier so? Ist ja auch egal. Also, mein wunderschöner, sauberer Anzug. Bitte sehr, zwei kleine Roboter wie bestellt. Ausgezeichnet! Was war das? Oh, nichts. Danke, tschüss, tschüss. Hast du alles mitgebracht? Jawohl. Perfekt. Oh, seht mal, das sind die Banditen. Seht, es sind die Banditen. Nein! Oh! Psst! Morphle! Mila? Wo Ball? Vergiss den Ball, wir gehen jetzt. Jetzt? Komm mit mir! Okay! Morphle, willst du noch ein Spiel spielen? Nein! Okay. Möchtest du nach Hause gehen? Nein! Hast du irgendeine Idee? Nein! Morphle, hol das Eis dort! Mila, keine Bezahlung? Mila? Du verhältst dich sehr seltsam, Morphle. Du willst dich nicht mal verwandeln. Nein! Du sagst nur nein, nein, nein! Papa, Morphle benimmt sich komisch. Schau, Mila, es ist nicht sehr nett, sowas zu sagen. Hey, Morphle, möchtest du ein Eis haben? Nein! Du willst kein Eis? Da muss was nicht stimmen. Was? Hä? Siehst du, dieser Morphle ist nicht echt. Die Banditen! Morphle, hol jetzt den Ball da. Hey. Oh, nein. Das ist Milas Papi. Hey, Mila. Was machst du denn da? Du weißt schon, Mädchenkram. Psst, Morphle, hier drüben. Na, okay dann. Mach du das. Bye, bye, Mila. Tschüss, Papa. Jetzt wird noch mehr Unfug gemacht. Morphle? Mal die Wand an. Nein. Verwandle dich in... Ein Polizeiauto. Nein. Ein Feuerwehrauto. Nein. Dann eben in einen Elefanten. Nein. Hier so rumzutröten. Barky und ich halten gerade ein Schläfchen. Tut uns leid, Mr. Vanderbus. Wir sind ab jetzt leiser. Gut. Oh, dürfen nicht mehr spielen jetzt? Oh, wie wär's, wenn wir das Mucksmäuschen-Stillspiel spielen? Wie geht das? Wir
Wir spielen einfach weiter, aber wir sind beim Spielen ab jetzt so still wie ein Mäuschen. Juhu! Entschuldigung. Spiel zu mir. Spiel zu mir, ich stehe frei. Tschüss. Nicht gut. Morphle, verwandle dich in einen Allzweckanzug. Holen wir uns den Ball. Puh, das war vielleicht knapp. Schnell, lass uns abhauen, Morphle. Und was spielen wir jetzt? Luftballon-Tennis. Ups. Oh-oh. Morphle, verwandle dich in ein Feuerwehrauto. Morphle, hol mich wieder zurück. Ich glaube, wir sollten was anderes spielen. Mhm. Morphle hat den Dreh raus. Nicht schon wieder. Morphle, verwandle dich in einen Tiger. Morph, Morph. Schnell, ab nach drüben. Schon besser. Nach meinem Schläfchen geht's mir immer hervorragend. Oh, das war haarscharf. Ich würde sagen, so ruhig wie ihr wart, habt ihr euch den verdient. Mit einem magischen Haustier ist jeder Tag einfach magisch. Hey, Papa, sieh mich an. Ich kann dich nicht sehen, Mila. Sieh nach oben. Hi. Morphle und Mila, der Superheld. Morphle will mitmachen. Hm, Morphle, was machst du da? Morphle, Superanzug. Juhu, jetzt können wir alle Superhelden sein. Lasst uns den heutigen Tag magisch machen. Oh, ich habe eine Idee. Lasst uns ein Rennen veranstalten. Morphle gegen Morphle? Morphle rennt gegen Morphle. Wer zuerst auf dem Berggipfel ist, hat gewonnen. Achtung. Fertig, los. Morphle, warte. Wow. Hui. Oh nein, jetzt sind sie vorne. Lass uns springen. Wow. Ja. Was? Morphle, das war nicht nett. Gut gemacht, Morphle. Ich habe mich noch nie so stark gefühlt. Ich glaube, ich kenne eine Abkürzung. Geh da lang, Morphle. Juhu! Ich glaube, wir gewinnen, Morphle. Morphle, lass uns Räder und einen Jetpack morphen, um über den Fluss zu springen. Yay! Morphle, morphe Flügel, damit wir den Berg hochkommen. Morphle, morph, morph! Morphle, auch müde.
Mila gewonnen? Ich glaube, es ist ein Unentschieden. Ja! Orphel nicht gewonnen? Wir alle haben gewonnen. Es geht nicht ums Gewinnen, sondern darum, Spaß zu haben. Das zählt wirklich. Jeder Tag ist ein magischer Tag mit einem magischen Haustier. Oder zwei. Herr Spiegel, können Sie uns zeigen, was in der Spiegelwelt passiert? Das kann ich ganz sicher, Mila. Morphe liebt Spiegelwelt. Apfel. Nein, 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 Morphe. Steck ihn wieder in mich rein. Das ist... Awful. In der Spiegelwelt ist alles das Gegenteil von dem, was es in unserer Welt ist. Und da Morphe sehr freundlich ist, befürchte ich, dass Awful in seinem Sinn nur Böses hat. Gute Idee. Wir können nicht zulassen, dass Awful in der Stadt herumläuft und Chaos anrichtet. Komm, Morphe, lass uns eine Weile mit Chroma spielen. Hallo, Morphel. Wie geht's dir heute? Oh, Lisa, Fisser. Schön. Was machst du denn da? Morphel. Morphel, du kannst mich nicht einfach hier lassen. Klingt, als ob jemand nach dir sucht, Morphel. Ah, da bist du ja, Morphel. Jetzt hol mich hier wieder runter. Danke. Aber ich mag diese Art von Blödsinn nicht. Sicher. Nein, 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 nein. Aber du hast mich doch überhaupt erst auf das Dach gebracht. Aber Morphel war die ganze Zeit mit uns drinnen. Nein, er hat mich auf das Dach gesetzt und darüber gelacht. Und zwar so. Oh nein, das klingt nach Awful. Wir müssen ihn finden. Was machst du denn da, Morphel? Brauchst du irgendwas? Hey, was ist denn hier los? Das ist nicht lustig, Morphel. Aber wenn das Morphel ist, wer ist das? Morphel! Wer gewinnt? Und wer ist der echte Morphel? Wir müssen dafür sorgen, dass Awful nicht mehr so tun kann, als wäre er Morphel. Chroma, male Awful grün an. Awful grün? Ich hoffe, wir müssen Awful nicht wiedersehen. Sieh mal, Morphel. Alles hat seine Farbe verloren. Wow! Morphel, verwandle dich in einen magischen Pinsel. Morphel, Gras ist nicht blau, es ist grün. Pass auf, was du tust! Mein Licht war grün.
mein Licht war grün. Weiß. Aha. Du bist also diejenige, die die ganze Farbe aus der Stadt gestohlen hat. Das solltest du nicht tun. Eine Welt ohne Farben ist nicht lustig. Tigerlustig! Ja, das ist lustig. Lasst uns noch mehr Tiere in lustigen Farben malen. Oh, da bist du ja, Chroma. Ich habe dich schon gesucht. Es gibt viele Probleme in der Stadt, weil du alle Farben weggenommen hast. Morphle kann Chroma helfen, alles wieder in den ursprünglichen Farben anzumalen. Nun, es scheint, sie hatten recht. Bitte, sie zuerst. Wow, du hast schon alle Probleme in der Stadt gelöst. Morphle und Chroma sind ein wirklich tolles Team. Papa wird den Kuchen hier ganz sicher lieben, Morphle. Sieht lecker aus. So schwer wie Papa mit uns zu kämpfen hat, verdient er auch mal eine Aufmerksamkeit. Oh, Kuchen. Morphle isst Kuchen. Stell den zurück. Wir müssen uns diesen Kuchen zurückholen. Morphle, verwandle dich in einen Hüpfball. Morphle? Morph, morph. Her mit dem Kuchen, Morphle. Ihr habt das ganz problemlos geschafft? Ganz und gar problemlos. Mit einem magischen Haustier ist jeder Tag einfach magisch. Ich hab doch gesagt, wenn ihr böse seid, schnappen wir euch, ihr Banditen. Danke, Mila und Morphle. Hätten wir doch bloß unser eigenes magisches Haustier. Oh, wir könnten die Stadt so ins Chaos stürzen. Guck, da ist Morphle. Kannst du uns hier rausholen? Ja.
Oh nein, meine Autos! Was? Die sollten doch im Gefängnis sein. Nicht in meiner Stadt. Och, da ist Officer Freeze. Schnell, Orphel, verwandel dich in was Riesiges. Ein T-Rex? Ich dachte, du wärst furchteinflößender. Ein Affe? Hey, gib meine Kamera zurück. Mach ich. Hol sie dir doch. Diese Banditen haben dafür einen Roboter gehabt. Einen Roboter? Wir schnappen uns die, Mechaniker Joe. Die Banditen haben einen furchtbaren T-Rex-Saurier dabei. Ein Dinosaurier und ein Roboter? Seltsam. Wir schnappen uns die, Polizist Freeze. Die Banditen und der freche Affe haben meine Kamera da hochgehängt. Diese gemeinen Banditen finden wir, Morphel. Ein Roboter, ein Dinosaurier und ein Affe? Ich glaube, dass Orphel bei den Banditen dabei ist. Wir schnappen uns die, April. Och, nö. Das sind Mila und Morphel. Schnell, Orphel. Verwandle dich in etwas Riesiges. Morphel, verwandle dich auch in einen T-Rex. Morphel? Du bist nicht groß genug. Morphel, verwandle dich auch in einen Roboter. Morphel, Morphel! Es geht mir nicht besonders gut. Orphel, hör auf damit. Na gut. Orphel, jetzt dann müde. Ich hab doch gesagt, wenn ihr böse seid, schnappen wir euch, ihr Banditen. Mit einem magischen Haustier ist jeder Tag einfach magisch. April! Morphel, verwandle dich in einen Ball. Ich wünschte, ich könnte mich auch in lustige Dinge verwandeln. Ich habe eine Idee. Glitzermops kann uns in magische Haustiere verwandeln. Kannst du uns in Morphels verwandeln? Lasst uns ein Spiel spielen. Wer am höchsten hüpfen kann, der gewinnt. Mach einen Morphel. Was? Nein! Toll! Morph-Helikopter! Oh. Wow! Wow! Wow. Morph-Helikopter! Ist das Mr. Vanderbus? Oh, das kann nicht gut sein. Folgen wir ihnen. Versuch zu landen, April. Das ist nicht einfach. Oh nein! Sie haben den Kran getroffen. Orphel ist okay, aber der Kran wackelt noch. Keine Sorge, Bilder Mary. Ich bin hier um. Schnell, Morphel, verwandle dich in ein Flugzeug. Ah! Wuhu! Puh. Diesmal will ich ein Roboter sein. Ah!
mir leid. Ich habe eine andere Idee, um ihn zu fangen. Lass uns zusammenarbeiten. Stoppt jetzt hier. Nein! Ja, wir haben es geschafft. Ihr zwei habt in der Stadt für viel Ärger gesorgt. Es tut mir leid, Mila und Morphel. Ich sollte kein Morphel mehr sein. Kannst du uns bitte zurückverwandeln, Glitzermopf? Nein! Ich hatte so viel Spaß! Es hat Spaß gemacht, aber ein Morphel zu sein war so schwer. Ich bin froh, wieder ich selbst zu sein. Es kann nur einen Morphel und eine April geben. Und ich liebe euch beide. Freust du dich schon drauf, April bei ihrem Kunstprojekt zu helfen, Chroma? Dann los! Mila! Hallo, Morphel! Mila? Verwandle dich in einen riesigen, gruseligen Bären! Morphel mag gruselig gar nicht! Das wird ein Riesenspaß, Morphel! Jetzt mach schon! Na gut, Mila! Auf geht's, Morphel! Machen wir den heutigen Tag einfach miserabel! Hä? Ich wollte magisch sagen. Alles klar, Mila. Und wenn wir mit April gemalt haben, holen wir uns alle ein leckeres Eis, Morphel. Morphel? Hm? Morphel! Wow, ein Bär! Hi, Mila und Morphel. Wow, eine ganz neue Verwandlung. Oh ja, das ist sie, nicht wahr, Morphel? Bärengebrüll. Oh? Jetzt! Vorwärts, Morphel! Oh, da ist April! Komm mit! April! Was ist denn passiert? Mila? Aber gerade warst du doch noch mit Morphel hier. Was? Ich mit Morphel? Oh nein! Das muss meine Reflexion aus der Spiegelwelt gewesen sein! Die böse Mila! Es gibt nur eine Möglichkeit, sie aufzuhalten! Lecker! Morphel! Geh weg von ihr! Ich bin die echte Mila! Oh nein! Ich bin die echte! Ich hab eine Idee! Ich bin die echte Mila! Nein! Ich bin die echte! Oh, was war das denn? Ah, Morphel, verwandle dich in einen gruseligen Hai, um die zu verscheuchen! Nein, Morphel! Verwandle dich in einen Hubschrauber und flieg davon! Oh, Morphel jetzt nicht wissen, was tun! Das habe ich mir überhaupt nicht so vorgestellt! Echte Mila? Ja, ich habe mir solche Sorgen um dich gemacht. Den werde ich's schon zeigen. Achtung, die böse Mila haut ab! Wir müssen Herrn Spiegel direkt vor sie stellen! Morphel, verwandle dich in einen Hubschrauber! Alles klar! Ha? Du gehst jetzt zurück nach Hause! Niemals! Nein! Jetzt bist du in Sicherheit, Morphel! Morphel liebt Mila! Ihr werdet eingesperrt. Oh nein, das sind die Banditen. Ja, und wir verschleimen jetzt die ganze Stadt. Stopp, nicht den Plan verraten, Dummkopf. Wir müssen sie aufhalten. Morphel, verwandle dich in... Hä? Nicht in meiner Stadt, Mila und Morphel. Was habt ihr da eigentlich vor? Wir müssen diese Banditen einfangen. Was ihr müsst, ist eure schleimige Sauerei sauber machen. Aber wir... Jetzt! Dann
waschen wir den Schleim lieber schnell weg. Juhu! Und jetzt verhindern wir, dass die Banditen die Stadt vollschleimen. Oh oh! Schleim! Da sind sie! Sieh mal, sie wollen Polizist Freeze zuschleimen. Oh oh! Morphle, sprüh den Schleim mit deinem Rüssel weg. Aha, ihr zwei schleimt also schon wieder herum. Macht das sauber. Aber wir... Jetzt. Na gut, Polizist Freeze. Juhu! Das da noch. Nicht rankommen. Wir brauchen was, mit dem wir den Schleim erreichen können. Morphle, verwandle dich in ein Feuerwehrauto. Morphle? Juhu, geschafft, Morphle. Aber jetzt müssen wir die Banditen einfangen. Auf geht's. Da sind sie. Schnell, Morphle, schieß sie mit einem Wasserstrahl ab. Du schaffst das, Morphle. Also stecken die Banditen hinter allen Schleimattacken? Ja, genau das habe ich versucht, ihnen zu sagen. Tut mir leid, Mila und Morphle. Da war ich wohl etwas... Danke, dass ihr die Stadt sauber gemacht habt. Und ich werde jetzt die bösen Buben von der Straße putzen. Gern geschehen. Und immerhin haben wir die Schleimbanditen gefangen. Mit einem magischen Haustier ist jeder Tag einfach magisch. Schau, Morphle. Genau so. Morphle auch. Morphle auch. Mach dir keine Sorgen, Morphle. Du wirst den Dreh schon noch rauskriegen. Aber du wirst nie so gut sein wie dieser kleine Kerl. Das ist Boba, unser neues magisches Haustier. Boba liebt es, Seifenblasen zu pusten. Er neigt dazu, vor Freude zu platzen. Wow, wow, wow. Seht ihr? Das sieht nach Spaß aus. Boba, das ist hoch genug. Ich kann nicht raus. Morphle, verwandle dich in etwas Großes. Kipplaster! Jetzt Morphle rettet Mila. Mila? Was ist da? Hilfe! Hilft mir! Morphle, Hilfe! Wow! Oh nein! Da fällt ein Auto direkt vom Himmel! Da bist du ja, Boba. Hör zu, du kannst deine magischen Seifenblasen nicht überall hinpusten. Das verursacht eine Menge Probleme. Morphle, kannst du meine Blase platzen lassen? Danke, Morphle. Ich war
etwas verunsichert, ob ich mein Auto wiedersehen würde. Nun, Boba, wenn du das nächste Mal vorbeipustest, nimm es bitte nicht zu wörtlich. Ich freue mich wahnsinnig auf Aprils Überraschungsgeburtstagsparty. Ich kann es kaum noch erwarten, Aprils Gesicht zu sehen. Ich habe nur gesagt, sie soll zum Spielen rüberkommen. Sie hat absolut gar keine Ahnung. Die Luftballons liebt sie, garantiert. Also, psst, alle bereit machen zum Verstecken. Sie kann jede Sekunde bei uns sein. Oh nein! Ballons machen Tschüssi! Mila, April ist hier. Komme gleich, Papa! Haltet ihr April auf? Morphle und ich holen die Luftballons zurück. Schon dabei! Morphle, schnell! Verwandle dich in einen Hubschrauber, damit wir die Luftballons einfangen können. Morphle! Morph, Morph! Super gemacht, Morphle! Morphle, siehst du die Luftballons irgendwo? Da! Ja, schnell hinterher! Und gleich hab ich sie nicht erwischt! Sind schon da! Hi, April! Jordi, Troy, was macht ihr denn hier? Mila hat nur gesagt, wir sollen zum Spielen rüberkommen. Klasse! Kommt, gehen wir rein! Nicht! Schnell! Sieh mal da drüben! Da ist doch gar nichts. Genau, ist das nicht krass? Da unten sind sie! Oh? Schnell hinterher! Dankeschön, Herr Elefant! Oh nein! Seine Stoßzähne lassen die Luftballons gleich platzen! Nicht so tief, Morphle! Gleich hab ich sie! Nicht schon wieder! Schnell, Morphle, hinterher! Morphle, verwandle dich in ein Flugzeug, damit wir von der Seite auf die Baustelle fliegen und die Luftballons fangen können, bevor sie platzen! Bauarbeiterin Mary! Hä? Ups! Tut mir leid, Mila und Morphle! Folge den Luftballons! Das war stark, Morphle! Ja. Oh, hoffentlich bin ich nicht zu spät, um April zu überraschen. Mila, du kommst genau rechtzeitig. Jetzt mal im Ernst, Leute. Was ist da drin los? Gar nichts! Autsch! Dann entschuldigt mal. Ich gehe jetzt rein. Überraschung! Alles Gute zum Geburtstag, April! Wow! Ihr habt das alles für mich aufgebaut? Danke, das ist so toll! Und sogar Luftballons, die mag ich am liebsten. Aber wo ist Morphle hin? Yay! Morphle! Mit einem magischen Haustier ist jeder Tag einfach magisch. Gut gefangen, Mila. Ja! Der flog direkt in meine Kappe. Hi! Da ist ein Hai! Hai! Oh nein, wir müssen ihn retten. Morphle, verwandle dich in ein Rennboot, damit wir ihn schnell erreichen. Wir sind schon unterwegs. Oh oh! Morphle hängt fest! Du steckst im Seetang fest. Ich helfe dir, Morphle. Geht es dir gut? Ja, alles gut. Aber weiß nicht, wo der Hai hingeschwommen ist. Der ist einfach weg. Morphle, du musst dich zurückverwandeln, um freizukommen. Hab keine Angst, hier passiert dir absolut nichts. Versprochen, denn wir sind bei dir und der doofe Hai nicht mehr. Spielen wir was? Wie wär's mit folgt dem Anführer hinein ins Wasser? Los geht's! Da ist der Hai schon wieder! Morphle! Moment, dieses Kichern kenne ich doch. Das ist doch Orville, der sich hier als schrecklicher Hai ausgibt. Er nimmt uns auf die Schippe. Finde ich aber nicht so nett. Nö, gar nicht. Sollen wir Orville zeigen, wie wir uns wegen seines Streichs gefühlt haben? Morphle, verwandle dich bitte in einen größeren Hai, als er es ist. Morphle, Morph, Morph! Aber wir wollen nicht...
nicht fies sein, Morphel. Schwimm mal um Orphel herum. Das ist kein echter Hai gewesen. Das war Morphel. Du hast uns veralbert. Ich wollte dir zeigen, wie sich das anfühlt. Tut Orphel auch leid. Ich weiß, das war von dir nicht böse gemeint. Orphel nur spielt. Warum spielen wir nicht was zusammen? Ja! Versenken vielleicht? Verstecken im Wasser. Oder Delfin-Polo? Morphel und Orphel verwandeln sich in Delfine und wir reiten sie zusammen. Morphel und Orphel? Der Ball darf nicht ins Wasser fallen. Hi! Bin nur ich. Überhaupt kein Hai, sondern ein Papa mit seiner Haikapuze. Oh, Papa. Hey, jetzt vielleicht ein Vater-Delfin-Rennen? Ja! Mit einem magischen Haustier ist jeder Tag einfach magisch.